Ohne die Türkei könnte die NATO niemals Russland besiegen. Norbert Nelte, Internationalsozialisten, viele Informierte, besonders in Deutschland, geben der Menschheit zum Überleben kaum noch eine Chance. Rothschild, Rockefeller und der für die Drecksarbeit zuständige Blockwart der Wall Street, George Soros, gehen zielstrebig auf ihren New World Order Plan der Weltregierung voran. Dafür ist aber ein Weltkrieg mit Russland und China notwendig. Denn es kann ja immer nur einer der Chefs sein. Und das kann nur die USA sein. Logisch, gell? Außerdem denken die Reichen, dass wir jetzt eine Krise wie 1929 haben. Damals hatten wir danach einen Weltkrieg gemacht und noch den Koreakrieg. Und dann ging es wieder aufwärts. Also müssten wir jetzt auch einen Weltkrieg machen. Und dann, vielleicht 2030, geht es wieder aufwärts. Nur vergessen Sie, dass die organische Zusammensetzung des Kapitals, Klammer auf, der Anteil der Maschinenarbeit in den Waren zur lebendigen Arbeit, C zu V, Klammer zu, schon auf ihrem Höhepunkt angekommen ist und alle Märkte verstopft sind. Ohne Wachstum kann aber eine Marktwirtschaft nicht funktionieren. Außerdem würde ein Weltkrieg in einen Atomkrieg münden. Und da gibt es nur Verlierer. Die Russen haben schon eine Kriegstechnik, die die Raketen vom Feind umlenkt. Plasmawaffen und eine Waffentechnik, die das gegnerische Schiff oder den Kampfjet blind machen. Wie weit sie schon einsatzbereit sind, weiß außer Russland niemand. Aber genau das lässt die USA zögern. Und jetzt sieht es auch noch so aus, dass die NATO die Türkei mit ihren 612.000 Soldaten an Putin verliert. Die zweitstärkste Armee der NATO nach den USA. Putin ist bei den ganzen bösartigen Angriffen der USA und der Europäer unwahrscheinlich cool und beherrscht geblieben. Er hätte 100-mal sauer reagieren können. Aber natürlich, wenn wir Lohnabhängige die ausgewogene Welt aufbauen, wird er auch seine Klasse vertreten. Aber das ist ein anderes Kapitel. Ursprünglich wollte der CIA mit der Gülen-Bewegung mit ihrem Putschtest mit zwei verrosteten Panzern Erdogan eigentlich nur einen Denkzettel verpassen, weil er schon ihn zu sehr eng mit Putin zusammenarbeitet. Bis hierher und nicht weiter. Die USA hat aber nicht mit den schlauen Putin gerechnet. Der hatte seine Chancen gesehen und Erdogan trotz Jetabschluss rechtzeitig Bescheid gegeben. Deshalb mussten die Putschisten früher als geplant auftreten und das Ganze geriet zu einem Operettenputsch. Nun sieht es nicht gut aus für die USA. Der Putsch ist nach hinten losgegangen und Erdogan hatte diesen Vorfall benutzt, um zum stärkeren Bündnis zu wechseln. Der türkische Präsident hat versucht und wird es in den nächsten Wochen wieder machen, die amerikanische Politik gegenüber der Russischen Föderation zu unterlaufen. Denn das Interessante ist doch, in wenigen Tagen fährt er nach Moskau. Es wäre doch also im NATO-Zirkus üblich, dass er dann nach Washington fährt. Der denkt nicht daran. Der weiß doch genau, wie die Umstände sind. Die Übermacht des Shanghai-Bündnisses droht noch übermächtiger zu werden. Nur drei Titelzitate seitdem. Geheimdienste aus Türkei und Russland kooperieren gegen ISIS.
Link 1. Russland und Türkei wollen sich vom Dollar lösen. Link 2. US-Bericht. Amerikanische Atomwaffen in der Türkei nicht sicher. Link 3. PS. USA verlegen Atomwaffen von der Türkei nach Rumänien. Link 4. Konflikt mit NATO. Türkei strebt militärische Zusammenarbeit mit Russland an. Link 5. Die US-Amerikaner wissen auch, je länger sie zögern, umso eher hat China und Russland sie in allem eingeholt. Jetzt allein hat schon China fast doppelt so viele Soldaten wie die USA. Wie wir in der nachfolgenden Tabelle zeigen, verfügt die NATO nur über 3,2 Millionen Soldaten ohne die Türkei. Russland und China hatten mit 3,7 Millionen Soldaten so viel wie die NATO mit der Türkei, 3,8 Millionen. Geht jetzt die Türkei aber zum Shanghai-Bündnis, ist das Verhältnis 4,3 zu 3,2. Das ganze Shanghai-Bündnis ohne Türkei ist über 7 Millionen Soldaten. Mit der Türkei 7,6 Millionen. 2,4 Mal mehr als die NATO. Ein konventioneller Krieg der NATO mit Russland und dem Shanghai-Bündnis wäre nicht mehr gewinnbar. Da helfen ihnen ihre 10 Flugzeugträger und über 100 Militärstützpunkte auch nichts mehr. Deshalb müsste jeder Krieg zwischen ihnen letztlich zum Atomkrieg kommen. Da wird es nur Verlierer geben. Das wissen sie von vornherein. Das lässt die USA auch zögern. Ein Atomkrieg ist eigentlich nur vorstellbar am Ende eines langen Krieges, der konventionell angefangen hat, wenn es vorher Pakt gestanden hat. Wenn dann einer mit dem Rücken an der Wand steht, wird er vielleicht denken, bevor ich untergehe, nehme ich auch noch alle mit in den Untergang. Aber das ist doch sehr unwahrscheinlich. Wenn die US-Strategen aber von vornherein wissen, der Krieg ist konventionell nicht gewinnbar, werden sie auch wahrscheinlich ihre Verwüstungspläne lassen. Nach dem Zweiten Weltkrieg, im Kalten Krieg bis 1990, warnten die USA-Propagandisten immer vor der Kriegslüsternheit der UdSSR, obwohl sie sehr wohl wussten, dass die Russen gar keinen Krieg wollen. Die Amerikaner machten das aber trotzdem. Und zwar erstens, um mehr Waffen verkaufen zu können. Und zweitens, dass es zu keiner guten Zusammenarbeit zwischen Deutschland und Russland kommen konnte. Der Rohstoffreichtum Russlands zusammen mit dem Ingenieurwissen Deutschlands hätte die Hegemonialstellung der USA bedroht. Das wird wahrscheinlich jetzt auch nicht anders sein. Und es kommt noch hinzu, dass die USA Europa und besonders Deutschland als Konkurrent auf dem Weltmarkt geschwächt werden soll. Die Sanktionen haben nur Europa geschwächt, sonst niemand. Denn die USA hat das zusätzlich an Russland mehr verkauft, was Europa weniger verkauft hat. Das Ganze heißt jetzt, dass man jetzt nicht mit einem Weltkrieg rechnen müsse. Aber es ist sehr unwahrscheinlich geworden. Sicher aber ist die kommende Finanzkrise. Und wir sollten uns viel mehr auf die internationale Abwehr der Arbeiterklasse vorbereiten. Nur eine Zahl. Der Deutschen Bank fehlen laut ZEW Europäische Wirtschaftsforschung 19 Milliarden bei 1,629 Milliarden Eigenkapital und 75 Billionen Derivaten. Diese Krise wird keine normale Krise werden, sondern es werden
die endgültigen Todeszuckungen der Marktwirtschaft. Jeder von uns wird jetzt gebraucht. Vorwärts zum Sieg im internationalen Klassenkampf. Norbert Nelze, Internationalsozialisten.